Hey Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, okay. Keine Ahnung. Das klang gerade in den 2 Sekunden, die ich drüber nachgedacht habe, also effektiv gar nicht, besser als eigentlich. Egal, ich sollte vielleicht drüber nachdenken, was ich sage. Das wäre vielleicht schon mal eine gute Idee. Also, und ich bin wieder genau da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und der Schuh steht hier irgendwie so ein bisschen über. Aber klar, das ist eine Rampe. So eine Rampe, da die Animation entsprechend richtig zu machen, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Also, klar. Die Lampe sieht irgendwie komisch aus. Aber es gibt vor allem sehr viele Lampen in Deponia, die ähnlich aussehen. Also es kommen da noch sehr viele dazu. Also. Dann mischen wir uns mal in dieser Kaffeemühle das Kaffeepulver. Das Eine Schwarzpulver. Prise Schwarzpulver. Das Sound einfach. Eine Chilischote. Eine ganze Chilischote. Das klingt nach der Weltuntergangsrezeptur für Kaffee, aber okay. Aufputschmittel. Und kurbeln. Und das Kaffeepulver nehmen. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos, der Jungfrauenkiller oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Und es ist vermutlich auch fachlich korrekter, wenn man bedenkt, was alles drin ist. Also ich meine auch diese Mischung. Also im Rezept. Ja, ich habe alles. Dann wird es jetzt Zeit, einen Kaffee zu kochen. Oh. Hilfe. Dann Tankdeckel. Da kommt das Wasser rein. Ab in den Tag. Das tut mir leid, ich habe gerade vergessen, mich zu muten. Als ob ich das überhaupt schon mal effektiv gemacht hätte, mich einfach random zu muten und mir die Nase zu putzen. Egal. Und Das Pulver habe ich schon mal. So, das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum oh. sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Über was? Atomkerninnendrücke? Sorry, was? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Oh, Kompression Hilfe. bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum. Oh, Backe. Ja, oh, Backe. Oh, welch Mehr eine Druck! Dramatik. Mehr Druck! Okay, okay. Funktioniert gut, ne? Komm schon. Das ist keine Cutscene, die man sich immer wieder angucken kann, deshalb ist das blöd, aber. Ja. Okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Siehe Ach Tutorial. ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert Smalltalk. was. Sind wir tot? Egal, Smalltalk. Ein Tropfen. Aua. Puh. Immerhin sitzt der Barkeeper noch da. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Alter. Der Stuhl ist umgebogen und verrußt. Die Rohre sind geplatzt.
Alter, das hier ist einfach... Alter. Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ich war schon die ganze Zeit da. Weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Okay. Da macht man schon Kaffee mit und hilft dann nicht beim Aufräumen. Ah, ich habe den Trichter sogar noch. Okay. Das könnte jetzt etwas komisch werden. Aber okay, dann brauche ich halt eine... Was ist das für ein beißender Geruch? Das Kaffee. Ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es Sag zusammen. Du. Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Drei Gewinnrunden. Ich. Du. Du. Was zur Hölle? Ja, okay. Stimmt, Luftgitarre. Übrigens, in einem späteren Teil hört man die Luftgitarre, was echt irritierend ist, aber okay. Dann brauche ich halt eine Ablenkung. Aber wer ist hier der Arzt? Sag du. Alter, nee. Oh, jetzt funktioniert's. Was riecht denn hier so komisch? Ah, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert. Der Typ ist komisch. Meister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Oh Mann, ist das bescheuert. Alter, da kommt... Alter, da kommt Rauch unter der Tür vor. Rufus macht die Tür einfach zu. Okay. Sorry, was? Dann nehme ich das. Na endlich! Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Geil. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Der Tatort, Ja, komm hier, Wenzel, nimm das mal. Gizmo würde denken, Wenzel hätte das Stethoskop geklaut. Aber wie sollte ich es ihm unbemerkt unterjubeln? Es ist fast so groß wie er selbst. Okay, gut. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Alter. Vergessen Sie das nie. So, das reicht jetzt aber. Ach, kommen Sie, Gizmo. Sie haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun. Warte, hat er nicht Glühbirne am Ende Sagen seiner Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Alter, ach, ist das bescheuert. Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Das geht jetzt eine ganze Weile hin und her. Sie sind trotzdem gefeuert. Das geht theoretisch so lange hin und her, wie ich jetzt hier rumstehe. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Das ist das Witzigste daran. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Dann Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Alter, wie das aussieht. Nein. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Und die Cutscene funktioniert. Ich... Was? Wo? Wer war?
das? Ich war das. Und? Das war der Zahn. Rufus? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Kaffeevergiftung vielleicht? Sie wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Und der Feuerlöscher steht immer noch da. Ich meine, der kommt erstmal an, sieht sein... Aber die Handschellen sind weg. Oh, die Handschellen sind weg. Man bedenke, das war genau das, was die Tür, was den Fluchtweg offen gehalten hat. Und sobald ich dann gleich in mein Inventar gucke, stelle ich fest, mein ganzes Zeug ist weg oder so. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus. Ja? Putz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Oh Gott, Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen Alter, bist? Alter, ist das dumm. Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, nee. Du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also, war das witzig. Verstehst du? Nein, war es eben nicht. Aber, Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Ja, ich nehme ein... Okay. Komm zu dir. Sup. Gott. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Okay. Ritzel, Fitzel... Ich glaube, das kann man die ganze Zeit machen und... Kugel... Basel, Fasel nehmen. Mammel... Bim, Fidi, Bum, Klopp, Klopp. Okay, gut. Das kann man dreimal machen. Okay. Ach, das führt doch zu nichts. Und nächste Katze. Die Frau ist ja total plemplem. Plemplem. Tataratitim. Und? Was habe ich auch erwartet? Dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Schlagwort. Elysium. Wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell. Wir müssen zurück. Nach Elysium. Ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Nein. Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Gerettet? Rufus? Ja. Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Ja, so das wie... Das ist verwirrend. Ja, okay. Ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh. Du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Belohnung. Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Das Wort Belohnung einfach. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Oh Tja, Gott, nein. Das stimmt wohl. Du kannst dir wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf Kommen das wir auf Halluzinationen zurück. Zum Thema nobler Bitte, Charakter. Rufus, kontaktiere Cletus, ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ganz spann ran drauf, auf, ab, babalaka, kuckuck. Aber Abakadabapalabapalab. Das Kreuz eines Helden.
Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja, okay. Okay, dann gehen wir mal. Okay, über Funk. Also, mal sehen. Der Bürgermeister schläft jetzt in dieser Tasche oder was das ist? Okay. Dann nehme ich mal das Mikrofon und die Uhr. Rapü. Und jetzt? Lange Finger, leise Treter, Rufus war der Übeltäter. Wacku, wacku, wacku. Oh Gott, nein. Und da fängt's an, dass Rufus sich selbst besingt. Aber okay, dann hängen wir die Uhr mal in die Öffnungszeiten, das sollte hinhauen. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee. Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet. Nee. Alter, was zur Hölle ist mit der Stimme? Ich kann ihn nicht ansehen. Da schießt er mir das Wasser in die Augen. Okay, wenn allein schon das Ansehen von dem Espresso so. Und ich habe wieder immer noch mein Zeug. Das, also zumindest einen gewissen Teil von meinem Zeug. Klar. Die hätte ich sonst nicht nehmen können. Oder die hätten mir nichts gebracht, aber okay, ja. Dann gehen wir mal in die Post. Oh nein, das hier ist ein tolles Minispiel, wo man sich quasi entweder die Zahlen merken muss, oder man, schreibt sie sich auf. Dann gucken wir mal, was ist in dieser Klappe? Eine Katze. Man lässt eine Katze die Briefmarken lecken? Na, wenn die mal keinen Mist baut. Ein bisschen zu langsam oder ein bisschen zu schnell und die Lieferung ist gleich falsch frankiert. Eine Katze in einem Lauf? Süß. Ein Postbote. Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsender. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Ja. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Oh. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Okay. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal zwei. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job über... Definieren! Also bei dir ist ja echt Hopfen und... Spaß halt! Wie... Wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt. Spaß. Oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Spaß. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Wer nicht? Ist das auch Spaß? Wenn es dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen. Die irrtümlich in und das passt. Aber wenn es passiert. Was ist denn das für ein Kommt das etwa da aus dem Kasten?
Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Ersatzpostkatzen, wie putzig. Und sehr nützlich, ich muss die Postkatzen wechseln, wenn sie schmutzig werden. Und den Ersatzpostkatzenkasten musst du nicht putzen? Doch, aber nur mit Putzmittelersatz, das ist sehr lästig. Und wohin packst du die putzigen Ersatzpostkatzen, wenn du den Ersatzpostkatzenkasten putzt? In den Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittel-Ersatzsack. Potzdonner. Ja, und das bitte noch irgendwie dreimal sagen oder so. Ersatzpostkatzenkasten-Putzmittel. Ersatzsack? Keine Ahnung. Aber ja. An der Stelle und in dem Gespräch machen wir dann in der nächsten Folge weiter, würde ich mal sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Gebt mir gerne eure Ideen in die Kommentare. Und ansonsten, ja, bis zur nächsten Folge.